Ihr kennt das, ihr kommt an einen neuen Ort, ihr wisst nicht so recht, wie muss ich mich verhalten, ja, seid ein bisschen vorsichtig. Und wie überall auch gibt es beim MMA Do's und Don'ts, Sachen, die man machen darf und Sachen, die auf gar keinen Fall gehen. Und da haben wir jetzt einiges für euch vorbereitet, also macht euch ready. Gut. Deinem Trainer die Hand geben. Nicht gut. Deinem Trainer die Faust geben. Gut. Deinen Sackschutz richten. Nicht gut. Deinem Partner den Sackschutz richten. Gut. Nick, lass dich nicht so vorführen. Benutz mal deinen Kopf, komm! Deinen Kopf benutzen. Nicht gut? Deinen Kopf benutzen. Nick, lass dich doch nicht so vorführen. Benutz mal deinen Kopf, komm! Gut. Dir locker deine Hände binden. Nicht gut. Dir locker deine Hände abbinden. Die rechte gerade, wie alle anderen Techniken auch, kommt aus der Hüfte. Nehmt eine Kampfstellung ein, in der ihr gut ausbalanciert seid. Fangt an, aus der Hüfte zu beschleunigen und der Arm muss später dazukommen. Gut. Bitte sehr. Den Ratschlägen deines Trainers folgen. Nicht gut, deinem Trainer Ratschläge geben. Hey, was hältst du davon, die Hände mal ein bisschen höher zu halten? Was hältst du davon, einfach mal die Schnauze zu halten? Gut. Beim Training reichlich Wasser trinken. Nicht gut. Beim Training reichlich Wodka trinken. So, weiter geht's. Ab geht's! Nick, du auch, komm! Jawohl! Gut! Die Matte barfuß betreten. Nicht gut. Die Matte mit dem Fahrrad betreten. Hey, was geht da? Gut! Dir in den Pausen den Schweiß abwischen. Nicht gut. Dir in den Pausen den Arsch abwischen. Gut. Dich vor dem Trainer verbeugen. Auch gut. Dich vor der Kloschüssel verbeugen. Gut. Takt der Musik abwärmen. Nicht gut. Im Takt der Musik abspacken. So, jetzt habt ihr gesehen, ja, was ihr machen dürft und was ihr nicht machen sollt. Also, haltet euch an die Regeln und kein Trainer wird euch rauskicken.